So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Together World of Warcraft hier. Auf ein neues. Wir haben das letzte Mal gesagt, wir machen in der sengenden Schlucht weiter und ja, wir sind hier in der sengenden Schlucht nach einer kleinen nach einem kleinen Roadtrip mit meinem Chopper. Und irgendwie. Ah, Das kommt davon, wenn okay. man die Tastatur unterhalb vom Tisch hat. Na gut. Die Quests haben wir schon angenommen, wir legen gleich los. Innis haben wir gerade nicht wirklich was Interessantes. Und eventuell habe ich mir auch überlegt, ob ich mal kurz auf Vergeltung mal wieder umskill zum Questen. Als Tank-Questen ist immer so eine Sache. Naja, ist ganz lustig eigentlich, als Tank zu questen. Außerdem ist gerade wieder ein bisschen was los. Sind hier schließlich auch wieder in der Crossroom-Zone. Ja, sieht man hier und da ein bisschen was. Wir hätten auf den PvP-Server gehen sollen. Noch schöner, für PvP haben wir ein paar ungünstige Klassen gewählt. Mit Schurke und Jäger vielleicht, ja. Ich glaube, wir fangen nochmal neu jetzt 11 an. Nee, Spaß. Wenigstens droppt das Zeug hier gut. Jetzt habe ich eine Idee für ein neues WoW-Feature, das glaube ich werde ich durchziehen. Ich fange den Schurken an und gehe in eine PvP-Server und dann. Du wirst den ganzen Tag von Level 90ern gegankt. Und wir lassen uns den ganzen Tag von Level 90ern ganken. Außer die Gegner haben Eier, dann werde ich nicht von Level 90 angegankt. Ja, es ist ganz lustig, wenn dann so ein ahnungsloser Hunter an dir vorbeiläuft und auf einmal putz! Sofern er schlau genug ist und Verstohlenheit entdecken anhat, ist er nicht mehr ganz so ahnungslos. Er war ahnungslos. Und irgendwie ist mein Pet schon wieder verschwunden. Und Kieran hat komische Geräusche auf seinem PC. Das ist von einem Addon. Ja, ich weiß schon, Hier immer wenn du Kitty. Questing da, Questziel. Was Nee. macht mein Hund bitte? Das kommt von der Holy Power. Solltest du nicht jeden Wichtel draußen haben? Ich weiß nicht, was besser ist. Ich Für spiele ein zum ersten Mal einen Hexer. Für ein Destro-Wichtel. Sehr gut zu wissen. Ich brauche nur noch drei Geologen, der Dunkeleisenzwerge, dann bin ich fertig. Gleich so eine hier. Batz. Das, was man da bei mir die ganze Zeit hört, das nennt sich hier Kitty. Ja, dieses dünn, dünn, dünn und ich glaube, ich kriege heute noch einen Rappel in der nächsten halben, dreiviertel Stunde. Ja, wenn wirklich, logge ich mal kurz aus und mache alle möglichen Addons, die irgendwelche Geräusche machen, mal aus. Also dieses Loot-Addon, das kann ja mir egal sein, weil so viel ist da nicht Selber Loot bei. ist immer toll. Hilfe! Bin zwar schon fertig, aber ich gehe das trotzdem noch ein. Ach ja, Schattenbrand habe ich auch noch als Fähigkeit hier. Warum bist du schon wieder fast tot? Ich krieg die ganze Zeit von irgendwas aufs Maul und werde die ganze Zeit unterbrochen und krieg aufs Maul und werde unterbrochen und krieg aufs Maul und werde unterbrochen und krieg aufs Maul. Okay. Ach ja, und habe ich schon unterbrochen erwähnt? Hast du die Dunkeleisen-Notiz schon gelootet? Die werde ich sicherlich looten, sobald ich mal looten tue. Jetzt habe ich hier drei instabile Funken. Da ist die Dunkeleisen-Notiz. Schattenbrand! Boots! Ja, okay, bis ich den Chaosblitz da durchkriege. Ui, ich habe da gerade vier Funken. Vier instabile Funken. Jetzt muss noch drei. Dann hau mal deine Jetzt sind's Chaosblitze. zwei. Einfach mal die Mobs two-hitten ist schon geil. Na gut, wir sind fertig hier, gehe ich mal von aus. Oder musst du noch so einen Golem looten, dass du die Schwungräder bekommst? Ja, muss ich. Aber ich muss ihn auch töten. Mit Chaosblitzen zu. Okay, bin fertig. Dann. Ja, Leute, ich wollte heute frühstücken, hol mir eine Dose Dosenfleisch und dann geht diese Dose Dosenfleisch nicht auf. Ja. Was macht man, um diese Dose Dosenfleisch aufzubekommen? Man bearbeitet die Dose mit Messer und Hammer. Wo ist denn der Hammer eigentlich gerade? Ach, der steht da hinten. Den habe ich vergewaltigt. Weggetan. Hammer vergewaltigen, das hat Rückkehr doch schon gemacht. Damals an Fios Geburtstag. Er ist nie wieder derselbe geworden. Er hat ein Trauma.
Dann erlebt er so eine tolle Wanderung und dann sowas. Müssen wir die Aschehühnchen sammeln, die dunkle Glut aufsammeln und das gigantische Horn. Also ich nehme ich. Oh, Moment, darf ich noch eine Quest zum Annehmen vergessen? Super! Also ich mache die Hühnchen, oder? Dann zählt das für dich auch mit, oder? Nee. Achso, muss man die looten, oder wie? Ja. Cool. Ich hätte aber gesagt, wir machen erst das Horn, weil. Hühnchen! Weg. Bringt ihr dann auf einen gewissen Level von alleine drauf oder so? Irgendwas war doch da. Oder müssen wir die jetzt erst. Die ersten musst du selber killen. Dann kommen da an. Ah, jetzt kommen wir erst, okay. Damit er den Glibber am Bauch hat und dann muss man den aufsammeln. Ist richtig. Voll korrekt. Hühnchen! Lang beim Spinnenreiten. Ich will bloß nicht die Spinne aus Versehen töten, die stirbt jetzt eh gleich. Spring halt drauf! Geht doch! Ich bin schon wieder aggressiv! Ach halt, wir müssen den Schlabber noch von seiner Wampe kratzen. Hühnchen! Noch ein Hühnchen! Ja, Chaosbolt ist schon nicht mehr drin. Ich hab schon wieder drei instabile Funken. So, du bist ein Chaosbolt drauf, Mann, dann sollte er eh schon draufspringen. Ach halt, jetzt hab ich wieder. Ich vergesse immer den Schlotter auf seiner Wampe. Ist doch gar nicht so schwer dran zu denken. Er reitet. Ja, ich mounte immer auf und dann hängt der Schlotter dran und ich so, Mist. Muss ich nochmal abmounten, während ich den Schlotter abkratze und. Wieder aufmounten. Kruzifix. Ups. Ja. Chaosbolt! Jetzt springt er drauf. Gekommen. Ups. Platz. Der Lunk. Könnte lustig sein. Fürwahr. Du solltest trotzdem den nächsten Mal hierher kommen, weil wir müssen da hinten ein Viech killen, das Maul looten müssen. Mich deucht, ich werde erst ganz kurz das hier fertig. Hühnchen. Deswegen wollte ich schon immer mal auf dem Rollenspiel sein, aber ich wollte schon immer mal schreiben, mich deucht. Mich deucht, ich habe zu wenig Mana-Tränke in meinem Gepäck. So als Priester oder als Magier, also als Blutelf. Nein, jetzt toll! Hoho! 18 Leben. Ui. Hat die Spinne gerade noch so mit 18 Leben überlebt. Ja, aber ich bin ja nicht so der Typ, der will das Mobs überleben, ne? Aber wenn es die Quest erfordert. So, ich warte hier mal. Ist das im Kessel drin? Nicht, oder? Nee, im Kessel müssen wir später auch noch was machen. Schau mal einfach auf die Karte, wo ich bin. Naja, ich muss noch die. Das kurz abkratzen. Müsst ihr auch mal zu Hause probieren, auf so eine Spinne drauf klatschen, dann wuhuhu, schreien. Die Spinne macht zwar nicht wuhu, die macht. Aber sonst ist es ganz lustig. Mein Bruder hat gestern geschrien wie ein Mädchen beim Holz machen, hey, das war ja lustig. Ups, ja, Magro! Reit einfach weiter. Ich bin es gewohnt, als Hexer von meinem Mann geschubst zu werden, wenn ich Agro habe. Da kommt ja irgendwas Unsichtbares angerannt und schubst mir vom Pferd. Okay. Ein Hexerpony. Ah, da ist der schwule rosa Punkt. Bille! Meine Phrasen. Geht doch. Halt. Wir vergessen immer zu gerne das Loot. Du vergisst es zu gerne. Oh, man kann den Pechschwingenabstieg von hier aus sehen. Ah, okay.
musst jetzt unterwegs noch alles killen. Ja, das ist richtig, weil das gehört zur Quest. Oh. Sammle ich halt inzwischen ein paar Hühnchen ein. Hühnchen! Hoffentlich ist kein Böses dabei, weil Evil Chicken ist wirklich böse. Ah, da ist ein Aschehühnchen. Hühnchen! Hühnchen, 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 Hühnchen! Hühnchen, Hühnchen! Ich glaube, heute Abend gibt es Chicken Wings. Ja, heute Abend gibt es gar nichts zum Essen. Das kann natürlich auch sein. So, ich habe alle Chicken Wings. Ja, ich habe alles Gift. Hühnchen! Die schauen so verdammt komisch aus, die Hühnchen. Die schauen eher aus wie Gänse. Das sind keine Hühnchen! Bisschen Hähnchen, Roastbeef, eine Pizza. Nein, ich meinte, was du heute Morgen gegessen hast. Bisschen Hühnchen, Roastbeef, eine Pizza. So, jetzt ist ein Krieger an dem fetten Viech dran. Ja, mei, dann doch mal weiter Hühnchen einsammeln! Oh mein Gott, ist diese Quest stumpfsinnig. Hühnchen einsammeln. Ich rette das Hühnchen! Ich habe das Hühnchen vor der Spinne gerettet, das war mal richtig awesome. Dafür müsste es einen Titel geben. Angry Face, das Aschehühnchen. Spinne, 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 Hühnchen! Jetzt läuft das Hühnchen weg. Hühnchen! Geht doch. Dann holen wir uns jetzt. Ach, leck mich doch. Ja, kriegst halt nur selber Schuld, Mädel. Ich weiß nicht, ob das ein Mädel ist, aber egal. Woran erkennt man weibliche Spinnen? Ach, also die Taranteln sind größer. Ja, ich wollte ihn eigentlich executen, aber irgendwie... Das habe ich jetzt gerade gemacht. Ja, aber irgendwie ging mein Execute nicht. Er hat schon aufgeleuchtet, aber ich durfte ihn nicht aktivieren. Blizzard lässt mich mein Execute nicht aktivieren. Böse. So, ich hoffe mal, dass das Viech nicht allzu lang braucht zum Respawnen. Es ist ein Quest-Bob. Ja. Der steht schon wieder tot. Ja, steht alle zu. Level 90 Zwergpriester questet hier gerade. Fahren wahrscheinlich Ruf bei der Podiumbruderschaft. Aber Questmobs spawnen normalerweise recht schnell. Zur Not wird es doch ohne Brot. Dann schauen wir dabei wieder vor. Zimmer. Hat das ein bisschen länger gedauert, bis du auf Facebook gekommen bist. Ja, diesmal funktioniert es einwandfrei. Ohne Probleme. Oh, ein Bud Spencer und Terence Hill Poster, egal. Hey. Schuhe. Das Equipment sieht immer so komisch aus, wenn man das Ganze random zusammenwürfelt. Vor allem du mit deiner Maske. Die Voodoo-Maske ist geil. Oh, Mob ist da. Oh! Dicke Spot, ich komme dir irgendwann zur Hilfe, wenn ich weiß, wo ich bin wieder auf der Tastatur ein bisschen. Ich hab's geschafft, mich umzudrehen. Das wird doch ganz schön viel Leben. Das Zeug plankt sogar, wenn du Schaden hast. Wieso? Das ist, ich hab's dir vorhin eigentlich schon gesagt, das ist ein Addon, das immer, wenn ich irgendwie Holy Power oder ähnliche Stacks von irgendwas aufbaue, dann macht es was. Und je höher der Ton ist, desto höher ist meine Holy Power. Hast du keine Zeit, um ganz kurz auf deinen Balken zu gucken, ob du Holy Power zur Verfügung hast oder nicht? Nö. In der Hitze des Gefechts nicht. Das ist echt bitter. Außerdem brauche ich es weniger für einen Paladin als viel mehr für einen Schurken oder für die Katze. Weil da zählt es mir die Kombo-Punkte. So, jetzt müssen wir da runter. In den Kessel. Dann spring mal. So, jetzt müssen wir so lange Viecher killen, bis der Obermod spawnt.
sei denn, irgendjemand hat die Quest vor uns gemacht und hat den gerade getötet oder das Ding liegt noch rum. Allerdings ist hier gerade ziemlich tote Hose. Wobei, hier sehe ich ein paar. Ich hab Agro! Wie ich gehabt? Tote, ja, du bist da tote Hose, da ist nichts tote Hose. Ich hab den ganzen Batzen hier am Hintern. Ja, aber, ach, deswegen sehe ich nichts, weil du die alle hast. Ich bin hinter dir geritten. Lass dir das alle übersehen, weil die alle hinter dir gespawnt sind. Dann kaust mir mal unseren Chaos-Blitz-Boots ins Gesicht. Ich könnte nicht mal meinen Wichtel rausholen. Kobold. Wichtel. Kam bei wurde zum Schweigen gebracht. Wie zum Schweigen gebracht wurde ich gar nicht. Ja, du hast was zum Schweigen gebracht, kann er sein. Das Schritt des Rächers. Irgendwie ist das voll die Dimperl-Glas. Was macht dein Clown im Büro? Faxen? Der Klassiker. Old but gold. Schild des Rächers krittet. Das muss kritten, wenn dein Gegner gerade Schadensreflexion anhat. Das ist lustig, vor allem, wenn es gleich zwei sind. Und dann du bist tot. Wandle ich mich selber, wenn es krittet, ja. Und draußen gewittert es gerade so ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Ja. Kommst jetzt gleich so voll waagrecht rein, shift komplett. Das wäre krass, wenn es so weit mal kommt. Captain und Crew, wir sinken. Dann kommen wir immer noch nicht. Wie viele Mobs müssen wir noch killen, bis der endlich mal kommt?